So. So, hallo an alle. Ich hoffe, es funktioniert alles soweit mit dem Ton. Normalerweise sollte es das. Kann jemand ja vielleicht einmal kurz Rückmeldung geben? Ich sehe da schon Hände nach oben. Das ist schon mal super. Perfekt, dann würde ich sagen, es ist 14 Uhr. Wir starten pünktlich. Ich darf im Namen von Globeflight alle herzlich begrüßen bei dem Webinar zur H30-Serie, zu dem Overview. Mein Name ist Laura Müller, bin bei Globeflight im Enterprise Sales Team und ja, darf mir heute mit euch das Ganze anschauen. Das Ganze wird aufgezeichnet übrigens, wird danach bei uns auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein, beziehungsweise kann man es dort dann einfach nochmal anschauen und ja, teilen oder Link rumschicken, je nachdem, was man möchte. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal. Neue H30-Serie, was gucken wir uns an? Wir schauen uns zum einen, also wenn ein neues Modell kommt, muss man natürlich auch einmal auf den Vorgänger schauen. Das heißt, wir schauen uns die Vorgängermodelle kurz an und gehen dann in die Übersicht, gucken uns die H30 von vorne bis hinten eigentlich an. Danach gibt es ein paar Anwendungsszenarien und last but not least werden wir ein kleines FAQ machen, ungefähr eine Viertelstunde. Das Tom, mein Kollege, der hier jetzt im Hintergrund noch im soll man sagen, im Admin-Bereich ist, der wird die ganzen Fragen dann mehr oder weniger für mich so ein bisschen filtern, damit ich ja einfach nicht nebenbei noch lesen muss, damit das Ganze etwas schneller geht. Und wie gesagt, wir versuchen da so viele Fragen wie möglich zu klären. Genau. Wenn wir schon einmal beim Vorgängermodell sind, war 2020, da kamen das erste Mal oder da kamen die ersten H20 und H20T auf den Markt. Warum damals eigentlich so bahnbrechend oder neu? Einfach aus dem Grund, dieses H stand ja für oder steht ja für Hybrid. Und es waren tatsächlich so die ersten Kameras, die einfach auf eine Baueinheit mehrere Sensoren verbaut hatten. In dem Fall dann der Laserentfernungsmesser, Zoomkamera, Weitwinkelkamera, dann eben bei der T-Variante noch eine Thermalkamera und bei der H20N, also N stand da oder steht dahingehend jetzt wieder für Night Mode, waren einfach zwei verschiedene Brennweiten an Wärmebildkameras verbaut, um sowas wie einen Thermal Zoom zu haben. Es war das erste Mal, dass man wirklich nahtlos zwischen den Sensoren wechseln konnte und dass im Hintergrund mehr oder weniger drei Streams gleichzeitig gelaufen sind. Deswegen war auch dieser nahtlose Wechsel möglich. Nichtsdestotrotz gab es da ein paar Schwachstellen, würde ich jetzt mal sagen, oder ein paar Kritikpunkte, die natürlich immer irgendwo schön gewesen wären zu haben. Zum einen war die H20T natürlich sehr, sehr schwach auf der Brust, was in der ja, die Nacht betraf. Da hat man jetzt, wie man es auf dem linken Bild hier oben sieht, im Prinzip einfach war es da zappenduster. Hatte natürlich die H20N als großer Vorteil, die Nachtsicht. Aber die war natürlich dann in der Zoomfähigkeit tagsüber beschränkt, weil die Zoomkamera einfach auf einen kleineren Bildsensor und auf weniger Megapixel basierte. Daraufhin ergibt sich einfach weniger Zoomleistung, beziehungsweise dann mehr Digital-Zoom, wenn man so will, was aber auch einfach das Bild letztendlich verschlechtert. Zum Thema Features war da auch nochmal so ein Thema. Umwelteinflüsse waren ein großer Punkt. Also das hat man auch immer gesehen, wenn man jetzt dann mit der H20T recht weit gezoomt hatte. Man hat also wirklich das Flimmern in der Atmosphäre sehr, sehr stark gesehen. Oder auch wenn jetzt irgendwie Nebel ist, dann war es sehr, sehr diesig und so weiter. Und mehr Balance auch wurde sich gewünscht zwischen Normallicht und Nachtsicht. Genau, also das waren die ganzen Themen. Damit ist jetzt mit der H30T letztendlich Schluss. Die H30T ist eigentlich in allen Disziplinen top. Was hat sie alles? Sie hat im Prinzip erstmal oben in der Mitte eine Weitwinkelkamera, die basiert auf einem 1 durch 1,3 Zoll Sensor mit effektiv 48 Megapixel. Wir kennen den Sensor letztendlich aus der Mini 3 Serie. Auch die gleiche Brennweite übrigens und großer Vorteil oder große Neuerung, was das betrifft, jetzt sind. Früher oder auch bei der M30T war es so, dass in der Zoomkamera diesen Nachtszenenmodus oder dass der dort verfügbar war.
Jetzt ist es auch bei der H30 in der Weitwinkelkamera verfügbar. Ein großer Benefit. Das nächste, gehen wir mal im Uhrzeigersinn, der Laser Range Finder wurde verbessert. Früher bei der H20T bis maximal 1200 Meter. Jetzt erweitert wird er bis auf 3000 Meter, wo man was anvisieren und anpinnen kann. Man muss natürlich schon wissen, war aber davor auch schon so, es gibt gewisse Genauigkeiten oder Ungenauigkeiten über 500 Meter Distanz, sorry, unter 500 Meter Distanz plus minus 1 Meter und über 500 Meter Distanz ist ein bisschen eine Berechnungsformel und zwar plus minus 0,2 Meter in Klammern, also 0,2 Meter plus Messdistanz mal 0,15%. Also das kann sich dann jeder irgendwo ausrechnen. Aber wichtig zu wissen, letztendlich, es gibt gewisse Ungenauigkeiten. Die sind aber einfach in der Natur dessen, was die Bedingungen draußen liefern, geschuldet quasi. Als nächstes oder mit die größte oder wahrscheinlich interessanteste Neuerung für alle ist die neue Infrarot-Thermalkamera. Die hat einen neuen Sensor bekommen. Der hat jetzt wirklich 1280 mal 1024 nativ. Bei der M30, bei der M3T, auch bei der H20 war dieser Sensor in der 640 mal 512. Der wurde zwar in der M30-Serie dann letztendlich hochgerechnet und wurde dann einfach zur besseren Darstellung letztendlich von auch auf diese 1280, also im Faktor mal 4 letztendlich hochgerechnet. Und der Sensor hier jetzt ist der erste, der wirklich nativ diese 1K oder ja, habt mehr oder weniger HD-Auflösung hat. Pixelabstand und so weiter ist ungefähr identisch oder ungefähr gleich auch wie mit den anderen Modellen. Was sich nochmal grundsätzlich geändert hat, ist der Messbereich, den kann ich nämlich jetzt bei der H30 erweitern. Der ist zwar grundsätzlich in dem High- und Low-Gain-Mode im Prinzip fast so wie gehabt. Also entweder ich stelle ein so minus 20 bis 150 Grad oder kann eben dann einstellen diese 0 bis 600 Grad. Und mit diesem Infrared Density Filter, also dem Infrarot-Dichte-Filter, den es jetzt als Zubehör dann zu kaufen gibt für diese Kamera, kann ich den ganzen Bereich auf bis zu 1600 Grad erweitern, wenn ich so will. Wie funktioniert das Ganze? Der Density-Filter ist im Prinzip sowas wie eine Sonnenbrille einfach für diese Kamera oder für diese, ja, für die Thermalkamera. Und somit kann sie einfach oder können wir da auf höhere Temperaturen gehen. Was hat sich sonst noch geändert? Zoom-Kamera wurde höher gesetzt hat jetzt auch die doppelte Megapixel-Anzahl. Letztendlich hat auch einen anderen Sensor, 1 durch 1,8 Zoll, hat somit jetzt einen 34-fach im Prinzip optischen Zoom und dann nochmal bis zu 400-fach Digital-Zoom. Das gibt zwar auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten in irgendeiner Form, da kommen wir aber später drauf, wie das gelöst wurde. Und sie unterstützt auch den Nachtszenenmodus. Komplett neuer Sensor. Links hier oben ist dieses NIR, also dieses Near-Infrared-Zusatzlicht. Was ist das Ganze? Das ist im Prinzip eine Zusatzbeleuchtung für die Zoom-Kamera in der Nacht. Die sendet auf einer quasi uns oder dem Menschen nicht sichtbaren Near-Infrared-Band in einer Wellenlänge von 850 Nanometern und ergibt daraus jetzt, wenn wir 100 Meter Abstand haben, einen ungefähren Durchmesser von 8 Metern, was die quasi beleuchtet. Und kommen wir aber später noch drauf, wie das Ganze funktioniert. Um da nochmal weiter ins Detail zu gehen. Die H30 im Prinzip selber wie die H30T. Sorry, nochmal zurück. Nur, dass die eben den Thermalsensor nicht hat. Ansonsten sind alle Werte identisch und alles ist gleich. Deswegen gehe ich da hier nicht weiter drauf ein. Als nächstes wollen wir uns die Tageslichtkamera generell anschauen. Über die Zoom-Funktionen, die Multitouch-Gesten, die neu sind teilweise. Laserentfernungsmesser, die intelligente Erfassung, Videovoraufzeichnung, auch ein neuer Punkt. Panorama und High Grid Res. Teilweise kennt man auch schon Sachen von der H20. Zuerst mal 34-fach optische Zoom. Hier sieht man es ein bisschen an dem Videobeispiel, hängt gerade noch ein bisschen lädt im Hintergrund. Nochmal, vielleicht machen wir noch von Anfang, dann geht es vielleicht besser.
In dem Fall ist es jetzt mit 80-fach Zoom, also ungefähr 300 Meter Entfernung, wurde ja viel so offen hingezoomt und man sieht da schon eigentlich, welche Macht das mittlerweile jetzt die neue Zoom-Kamera dahingehend ist und ja, wie gut sie auch stabilisiert letzten Endes. Die Klarheit ist super, Fokussiergeschwindigkeit wurde verbessert und das ist, was das betrifft, schon top. Auch wenn man jetzt auf die Geschichte geht, mit Kennzeichen lesen zum Beispiel. Also hier wurde so ein bisschen so ein Vergleich gemacht zwischen der H20T und der H30T, wenn man so will. Und das sieht man auch jetzt deutlich. Also mit der H30T hier unten kommt man näher ran und kann jetzt in dem Fall aus 700 Metern auch noch Kennzeichen lesen. Das zeigt eigentlich schon, was das für eine Qualität quasi ist. Das Multitouch-Geste ist eigentlich eine richtig coole Funktion und zwar sieht man jetzt in dem Video gleich, man kann einfach durch einfach einen Doppeltipp mit zwei Fingern, kann man einfach auf eine beliebige Stelle im Video oder im Videofeed tippen. Die Kamera wird sich dann darauf ausrichten und was man dann am Ende des Videos, ich spiele es nochmal ab, noch sieht, wenn jetzt dieser blaue Punkt erscheint. Das ist einfach dieses, wenn man mit dem Finger drauf tippt und dann in eine Richtung zieht, dass man auch die Kamera letztendlich über diesen einen Finger steuern kann, war aber auch bei der H20T schon so. Und aus der M30-Serie kennen wir das auch. Neu und eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Funktion ist das Three-Finger-Swap, das sogenannte, also man zieht mit drei Fingern gleichzeitig nach unten und das, und alle die ganze Benutzeroberfläche letztendlich geht nach links und rechts und nach unten weg. Man kann sich dann einfach auf genau das konzentrieren, worauf man hingezoomt hat und das erleichtert das Ganze schon wirklich enorm, weil man einfach nicht so abgelenkt wird durch diese ganzen anderen Einflüsse. Wir können es nochmal kurz anschauen. Also drei Finger nach unten swipen, alles ist weg und wenn ich das Ganze wieder rückgängig machen will, ziehe ich einfach mit drei Fingern von unten wieder nach oben ins Bild. Und schon erscheint das Ganze wieder. So, Laser Rangefinder haben wir schon kurz angeschnitten, wurde ja erweitert von 1200 Meter Maximumdistanz auf bis zu 3000 Meter maximale Messdistanz. Der Laserspot ist auch etwas kleiner geworden oder beziehungsweise die Energie in dem Ganzen wurde quasi mehr konzentriert. Und ich bekomme nach wie vor, ich bekomme die Höhe, also die ASL-Höhe angezeigt, ich bekomme die Breiten- und Längengradkoordinaten angezeigt. In Summe ist es ein 2,5-fach vom Laser im Vergleich zu davor. Und auch das Ganze mit dem Thema Pinpoint. Ich kann natürlich auch alle Ziele bis auf 3000 Meter dementsprechend dann anpinnen, so wie wir das auch schon gewohnt sind und kann diesen Pinpoint entweder später ansehen, anvisieren, umbenennen, synchronisieren mit Flight Hub oder eben auch, wie man es hier unten sieht, mit gibt es so einen Button hier, auf den klicke ich, dann wird mir ein QR-Code in der App angezeigt. Diesen QR-Code kann ich mit einem Smartphone oder was auch immer ich möchte scannen und bekomme dann diesen Punkt direkt über Google Maps im Smartphone angezeigt. Bildgebung wurde auch nochmal verbessert. Das Ganze gab es letztens auch schon, also diese sogenannte Smart Capture Funktion, die einfach jetzt in dem Fall hier auf der oberen Aufnahme bei Gegenlicht einfach das ganze Bild am Ende verbessert und so die Unterschiede zwischen den dunklen und hellen Bereichen letztendlich gefühlt kleiner macht und somit das Bild schöner aussehen lässt. Und dann haben wir das andere natürlich noch in der Nacht. Macht dieser Smart Capture Modus dann im Prinzip dasselbe, er hält da halt das Bild dann letztendlich auf und ich sehe da am Ende nochmal was. Panorama-Funktion, hier im Video kennt man auch schon aus der M30-Serie oder aus der H20, kann ich auch mit der M3T machen, kann das Ganze auch dann mit Flight Hub synchronisieren, ist beispielsweise jetzt gerade interessant, Thema Feuerwehr beispielsweise. Also wenn ich Flight Hub nutze, dann kann ich zum Beispiel an einer Einsatzstelle, ich komme dorthin und lasse die Drohne nach oben, mache ein 360-Grad-Bild, kann das direkt in Flight Hub integrieren, kann das Ganze dann auch teilen. Und so kann dann wirklich jeder live mehr oder weniger sich zu dem aktuellen Stand
das Ganze ansehen, kann sich umgucken. Das macht es schon sehr, sehr einfach. High-Res-Grid-Fotos gibt es auch schon oder gab es auch schon aus den anderen Drohnen. Wie funktioniert das Ganze im Prinzip, wenn ich das Ganze in dem Menü gewählt habe, also im Kameramenü, dann kommt oder erscheint mir ein Fenster. Das Ganze kann ich dann größer machen, aufziehen, kleiner machen und so weiter. Die Kamera wird sich dann automatisch daraus errechnen, wie viele Fotos das sie dazu braucht, um da jetzt so ein High-Res Grid-Foto draus zu machen. Wie funktioniert das Ganze? Also ich sehe das Ganze hier, wie man es ja auch unten sieht, über die Weitwinkelkamera. Ich habe dann hier diese Linien angezeigt und was dann die Zoom-Kamera macht, ist, dass sie zoomt im Prinzip in jedes einzelne Eck hier rein oder in jedes einzelne Fenster, Kästchen, wie auch immer, und macht dort dieses Foto mit der Zoom-Kamera. Und so kann ich dann im Nachgang mir das Ganze eben als hochauflösendes Bild einstellen lassen. Deswegen steht auch hier einstellbarer Zoom 2 bis 15-fach, weil irgendwann ist natürlich Schluss, sobald das Ganze in den digitalen Bereich bei der Zoom-Kamera geht, hätte ich ja dann quasi keine höhere Auflösung mehr. Deswegen ist da einfach der Bereich limitiert. Als nächstes wollen wir uns die Thermalkamera von der H30-Serie anschauen. Nicht die Thermalkamera, die Nachtsichtkamera oder alles, was Nachtsicht zu tun hat. Da gibt es verschiedene Modi und eben dieses Near-Infrared-Zusatzlicht, das schauen wir uns auch mal an, wie das Ganze funktioniert. Grundsätzlich mal kann ich jetzt diese Nachtsicht-Modi oben rechts aktivieren. Also jeder, der mit DJI-Drohnen dort schon zu tun hat, kennt es. Hier oben rechts sind immer die Einstellungen, wie die Kamera läuft, also in dem Fall, ob sie auf automatisch läuft, welche Bilder das aufgezeichnet werden, wie viel ich noch aufzeichnen kann und so weiter. Und da gibt es hier jetzt dementsprechend einen weiteren Button mit so einem Mond, dementsprechend Nachtszenenmodus, kann ich hier um ein- oder ausschalten, kann den natürlich auch auf Automatik lassen, sodass die Kamera das selbst entscheidet, oder ich gehe über das normale Kameramenü und kann den dort nochmal einschalten. So sieht das Ganze nochmal aus, letzten Endes normaler Modus, ich sehe nichts oder fast nichts und im Nachtszenenmodus habe ich dann nahezu normale Sicht. Man sieht es auch hier schon, also die Kamera hat hier schon die ISO auf 25.000, über 25.000 gesetzt, hier sind wir bei 163.000 in dem Bereich, also wahnsinnig hohe ISO-Werte, da darf man dann auch ja, nicht so streng sein, da ist ein gewisses Bildrauschen vorhanden, muss auch so sein, das geht quasi gar nicht anders aufgrund der Belichtungszeit und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz gibt es auch so eine Rauschunterdrückung, die kann ich einschalten, also ich habe hier zum einen den Nachtszene-Modus, drunter noch mein Menü, und zwar kann ich diese Enhanced Noise Reduction auf Low, Medium und High, deswegen L, M und H setzen. Wenn ich das Ganze aber auf High gesetzt habe, dann habe ich nur noch 5 Frames per Second. Das heißt also, es wird mir das Bild gefühlt für das menschliche Auge, wird mir das leicht ruckelig vorkommen. Im Medium wird das schon nicht mehr der Fall sein oder fast nahezu nicht mehr, weil da haben wir 15 Frames per Second schon, aber ich muss damit einfach vorlieb nehmen, dass ich mehr Bildrauschen letzten Endes da habe. Aber wenn ich weniger haben möchte, muss ich das einfach in Kauf nehmen. Die Belichtungszeit wird nochmal länger und dann ist einfach wieder weniger Bildrauschen da. Ich kann dann zusätzlich noch das IR oder den IR, ja, man nennt es IR-Licht an, es ist aber faktisch eigentlich aus, weil wenn ich IR-Licht aktiviere, dann wird nichts anderes gemacht als dieser IR-Filter, der dort nochmal drin ist. Dieser Sperrfilter wird einfach weggenommen. Deswegen ein bisschen verwirrend, also IR-Licht an heißt Sperrfilter aus und andersrum. IR-Licht aus, Sperrfilter an. Dadurch wird halt einfach nochmal mehr Licht auf den Sensor gelassen und damit ja, kann der das nochmal oder kann der nochmal mehr darstellen. Wir sehen das Ganze hier jetzt nochmal Nachtszenenmodus aus oder eben Nachtszenenmodus ein. Das ist noch eben dieser vollfarbige, also ohne diesen IR-Sperrfilter. Sobald der natürlich weg ist, erscheint das Bild nur noch in Schwarz-Weiß. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, IR-Licht an, also im Prinzip aus quasi,
Macht er die Ding? Habe ich hier oben auch wieder dunkel und dann hier sehe ich das Ganze in schwarz-weiß und einfach sehr, sehr hell. So. Dann habe ich als nächstes nochmal, was ich mir nochmal dazu schalten kann, eben dieses Near-Infrared-Zusatzlicht. Das funktioniert folgendermaßen: also dieses Spotlight beleuchtet nochmal mein Ziel und das reflektierte Licht geht durch die Linse durch und trifft nochmal auf den Bildsensor und beleuchtet mir so dahingehend quasi einfach das Ziel. Ich oder wir sehen es natürlich nicht, weil es im nahen Infrarotbereich ist. So sieht das Ganze unten letzten Endes aus, wenn ich das Video jetzt hier abspiele. Da habe ich natürlich immer so einen Mittelpunkt oder so einen Kreis, weil ich natürlich auch das Ganze im Kreis irgendwo beleuchte. Jeder wird sich jetzt vermutlich fragen, was hat dieser weiße Bereich hier zu tun oder was ist das Ganze? Das ist ganz simpel der Laserentfernungsmesser, weil der Laserentfernungsmesser hilft uns natürlich bei der Fokussierung des Ganzen und brauche ich natürlich in der Nacht, weil keine Kamera kann da normal sehen. Und das erscheint einfach bei mir im Bild dann als so weißer Balken mehr oder weniger. Das Ganze kann ich auch ausschalten, also ich kann den auf On-Demand-Modus setzen und dann dementsprechend einfach nur einschalten, wenn ich ihn wirklich benötige, dementsprechend On-Demand. Und dann ist das Ganze oder ist dieser weiße Balken letzten Endes auch weg. Wichtig, die Foto- und Videoauflösung wird auf ein Viertel der maximalen Auflösung reduziert, wenn der Nachtszenenmodus aktiviert ist. Das heißt also, immer wichtig oder im Hinterkopf behalten, die Auflösung wird reduziert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich im Vergleich zu früher ein deutlicher Zugewinn, wenn ich überhaupt einfach in der Nacht was sehe, war ja vorher nicht so. Jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, Wärmebildkamera. Und da haben wir hier jetzt mal zwei Bilder zum Vergleich. Das sieht jetzt im ersten Moment natürlich auf der Größe relativ gleich aus. Und ich kann aber hier weitergehen. Hier ist mal der Unterschied von der 640er Auflösung auf die neue Full HD oder 1K Auflösung. Und da sieht man natürlich jetzt deutlich mehr Details in dem ganzen Bild. Und es ist schon, ja, einfach eine Macht, ist auch die erste 1K-Wärmebildkamera, die jetzt so fest und standardmäßig mal in der Drohne verbaut ist. Bis bei DJI ist es auf jeden Fall das erste und ich wüsste jetzt auch sonst keine andere, die schon irgendwo fest in der Kamera verbaut haben. Es gibt schon Handwärmebildkameras, die haben das, aber jetzt bei der Drohne ist es das erste Mal. Ich habe 32-fach Digitalzoom. Auch ein interessanter Punkt, weil ich habe natürlich jetzt mit den Full HD oder mit dem 1K Wärmebild die Möglichkeit, erstmal vierfach zu zoomen, um überhaupt erstmal auf der Qualität oder auf der weniger Qualität von der 640er zu sein. Das heißt also, wer die 640er gewohnt ist, wird in dem Faktor 4 nach unten erstmal keinen Qualitätsverlust spüren und dann fängt es an, wirklich in den digitalen Bereich zu gehen. Aber es ermöglicht mir deutlich mehr. Die Farbpaletten sind gleich geblieben, also das heißt, jeder, der jetzt die in dem Fall kennt die von DJI, 10 verschiedene Farbpaletten oder Arten, White Hot, Black Hot, Lava, Iron Red und so weiter, Rainbow, alles wieder wie gewohnt da. Und genau, hochauflösende Infrarotwärme haben wir schon gehabt. Neuer Modus ist der hochauflösende Live-View-Modus. Wichtig dabei zu wissen, der macht im Prinzip wie auch, ich würde jetzt sagen, wie dieses Smart Capture. Er macht das ganze Bild nochmal knackiger, nochmal besser, stimmt das Ganze besser ab. Aber wichtig, wirklich ganz wichtig, in diesem Live-View-Modus wird keine Temperaturmessung unterstützt. Es ist ein reiner Anzeigemodus. Wenn ich in diesem Modus auch dann dementsprechend Bilder mache, dann sind es keine Bilder, wo ich danach Temperaturen auslesen kann, sondern es sind im Prinzip bunte Bilder. Also wichtig immer zu merken, Live-View-Modus ist gleich bunter Bildermodus. Und wenn ich das Ganze auswertbar haben möchte, wenn ich das Ganze mit Temperaturen hinterlegt haben möchte, muss ich nach wie vor auf den High- oder Low-Gain-Modus gehen, die man eben so bezeichnet. Und dann habe ich dementsprechend meine Auswertbarkeit der Daten wieder. Hier sieht man auch nochmal einen Unterschied. Also dieser hochauflösende Live-View-Modus stimmt das Ganze natürlich schon einen Ticken besser ab. Und ich sehe vielleicht Sachen deutlich besser oder vielleicht einen Ticken besser. Aber wie gesagt, ich kann dort keine Temperaturen auslösen. Hier sieht man mal ein Video
Das ganze Thema mit dem Link-Zoom kennen wir ja auch schon aus der Mavic-Serie, M30-Serie und so weiter. Dahingehend oder dort war natürlich nicht so viel Zoom möglich, verlustfrei, wie es jetzt in hier der Fall ist, weil das natürlich jetzt in hier schon deutlich, deutlich weiter. Und ich habe auf der Wearable-Kamera oder wenn ich das Ganze hier side by side mir anschaue, immer noch sehr, sehr gute Auflösung. Was neu ist, ich kann im Fotomodus oder unterstützt im Fotomodus das Speichern von Splitscreen-Fotos. Also es kann jetzt wirkliche Splitscreen-Fotos aufnehmen. Und auch bei Videomodus kann ich das in Full HD tun. Was man auch ein bisschen merkt, die Mittenausrichtung ist etwas anders worden. Früher bei den anderen Geräten hat man teilweise noch gemerkt, dass die Kameras nebeneinander letzten Endes sitzen. So hat man immer so einen leichten Versatz irgendwo gehabt. Haben sie auch geändert, ist jetzt auch deutlich mittiger und nochmal schöner. Hier nochmal in der Übersicht diese ganzen Messmodi bzw. Low-High-Gain-Mode. Ich habe ja im Normalfall kann ich irgendwie bis im Low-Gain bis 600 Grad mir darstellen, im High bis 150 Grad und jetzt mit dem IR-Density-Filter kann ich eben bis, ist hier ein bisschen, warum fehlt hier die Gradzahl, geht jetzt dann hier bis auf 1600 Grad Maximum oder eben auch diesen High-Gain-Mode kann ich mir erweitern von minus 20 Grad auf plus 450 Grad anstatt 150 Grad. Ist, wie gesagt, wie so eine Sonnenbrille letzten Endes für die Wearable-Kamera. Messmethoden sind gleich geblieben. Also ich kann nach wie vor Mittelpunkt messen. Ich kann Punkt messen, indem dass ich einfach auf den Punkt klicke. Ich kann mir eine Flächenmessung anzeigen lassen. Isothermen sind nach wie vor also vorhanden. Das heißt, also ich kann mir einen gewissen Temperaturbereich eingrenzen, um da nochmal ein bisschen mir das besser darstellen zu lassen. Und nach wie vor kann ich mir auch einen Temperaturalarm einstellen. Das heißt also, ich stelle den ein und ab einer gewissen Temperatur, wenn die Kamera diese Temperatur im Bild erkennt, dann gibt es ein akustisches Signal, sorry, und warnt mich oder macht mir das so aufmerksam. Hier sieht man mal diesen IR-Density-Filter. Also es ist im Prinzip oder sieht fast aus wie so ein ND-Filter auch, den man jetzt von den normalen Kameras kennt. Der wird dann im Prinzip aufgeklickt, mehr oder weniger. Und dann habe ich eine Sonnenbrille auf dieser Kamera. Messeinstellungen, also ich kann auch Messtemperaturparameter nochmal einstellen, geht auch jetzt schon bei der zum Beispiel im 30 auf jeden Fall, ich glaube bei der A20 auch. Ich kann, also wichtig ist die neue oder eine aktualisierte Pilot 2 App, dann geht das. Emissionsgrad kann ich einstellen, ich kann Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchte und so weiter einstellen, wenn ich das möchte und vor allem, wenn ich das natürlich richtig weiß, was jetzt da aktuell bei mir vorherrscht. So, was kann ich noch machen? Ist man auch schon gewohnt, also ich kann diese Region of Interest, also ROI, diesen Himmelsausschluss machen. Das heißt also, dass mir der mehr oder weniger ausgeblendet wird und damit ich einfach hier eine schönere Darstellung habe. Nach wie vor kann ich mir, wenn ich das Ganze eben nicht im Live-View-Modus aufgenommen habe, sondern in der normalen Modi kann ich mir das Ganze im DJI Thermal Analyse Tool, also DTAT unten, darstellen lassen. Ich kann mir Temperaturen anzeigen lassen, ich kann das auswerten, ich kann mir Bereiche anschauen, ich kann Berichte schreiben und so weiter und so fort. Die Software ist for free auf der DJI Homepage unter der H30 oder auch H20 und weiteren Kameras zu finden. So, dann geht es um generell intelligente Funktionen, die hinzugekommen sind. Da haben wir grundsätzlich das erste Mal, gab es aber auch schon vorher die Auswahlmöglichkeit, was möchte ich aufnehmen. Also wenn ich sage, jetzt sind hier, ich möchte aktuell nur, weil mich interessieren jetzt gerade nur die Thermalbilder, dann kann ich hier auswählen, okay, ich möchte nur also Infrared-Video oder Foto natürlich, je nachdem, in welchem Modus das ich bin. Ich kann mir Current View ist, was ist das Ganze? Das ist einfach mit Parametern im Bild. Also im Prinzip sowas wie Live View, wenn man so will. Und kann mir das dann eben dementsprechend an- oder abwählen.
Deswegen auch oben im Menü dieses CWZI für alle vier Varianten letzten Endes. In den Videos, was ist da neu? Zum einen, klar, ich kann natürlich wählen, was ich haben will, aber was neu, wirklich neu ist, ich kann auf dieses Variable Bitrate und Constant Bitrate Priority gehen. Constant heißt, dass einfach meine Bitrate bleibt letzten Endes konstant. Das heißt aber auch, ich brauche immer den gleichen Speicherplatz pro Minute oder pro Sekunde Video, wenn ich so will. Und in der Compressed Video Bitrate oder Variable Bitrate wird einfach, gerade jetzt, wenn ich, was wäre ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt eine sehr statische Aufnahme habe, wo jetzt gerade relativ wenig im Bild passiert, dann wird diese Bitrate quasi verändert, um letzten Endes Speicherplatz zu sparen auf der Speicherkarte. Wichtig ist aber auch, und das ist die andere Seite, ich brauche auch eine Speicherkarte, die natürlich mit variablen Bitraten und mit einer variablen Schreib- und Lesegeschwindigkeit oder Schreibgeschwindigkeit letzten Endes klarkommt. Aber ich kann es grundsätzlich jetzt mal einstellen, kann mir Speicherplatz sparen. Wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, wir haben wahnsinnig hohe Brennweiten jetzt. Was haben Sie gemacht? Sie haben im Prinzip eine Video-Vordergrundstabilisierung, so kann man es irgendwo nennen, gemacht. Ist eine digitale Stabilisierung, in dem, sieht man jetzt im Video, das Objekt im Vordergrund, wir sind hier dieser Transistor, einfach stabilisiert und mittig gehalten wird und dann nur noch sich der Hintergrund verschiebt. Also nicht ganz so, wie man es jetzt zum Beispiel aus der digitalen Stabilisierung von einer GoPro beispielsweise kennt oder von der Osmo Action, wie auch immer, sondern es wird wirklich das Vordergrundelement quasi mehr oder weniger wie angenagelt ins Bild gesetzt und der Hintergrund verändert sich dann noch. Ist eine auf jeden Fall sehr, sehr interessante Geschichte. Bin gespannt, wenn wir es jetzt dann testen können. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was wir noch neu haben, ist diese elektronische Entnebelung. Jeder kennt es, ein diesiger Tag. Bestes Beispiel jetzt, als wir irgendwie Sahara-Staub in der Luft immer wieder hatten, glaube ich, ist durch die Medien immer wieder durchgegangen. Dort habe ich die Möglichkeit, jetzt in zwei Stufen einfach das Ganze elektronisch zu verbessern, das Bild zu entnebeln, wie auch immer. Was man aber natürlich auch dann wissen muss in den Bereichen, wo natürlich jetzt sind, in den dunklen Bereichen kann es durchaus sein, dass das Bild einfach rauschiger wird. Das ist aber das, was ich letzten Endes akzeptieren muss, um da trotzdem einfach ein etwas besseres Bild zu bekommen. So. Ansonsten Smart Track und AI Spot Check kennen alle aus der H20 oder aus der M30 Serie oder wo wir es jetzt schon haben. Also Smart Track heißt, also mir wird mittlerweile ein Ziel vorangezeigt, was auch sehr, sehr schön ist. Ich kann jetzt wird hier oben ganz leicht angezeigt, mit C1 kann ich aus dem Ganzen jetzt raus und ich kann es mit C1 auch. Hier ganz am Anfang, hier sieht man es so ein bisschen, press C1, tap on subject or draw a box. Also sprich, wenn ich jetzt C1 drücke, das war davor immer so ein bisschen das Problem, dass gerade sich schnell bewegende Objekte, die KI hat einem das zwar vor angezeigt, das Objekt, wo ich ranzoomen möchte. Das Problem war aber immer, so schnell da drauf zu klicken, dass es die Kamera auch wirklich erfassen konnte, war manchmal schwierig, weil das Objekt dann schon wieder aus dem Bild war. Jetzt mit C1 sollte das wesentlich schneller gehen und da sind wir schon auch sehr gespannt drauf auf das Ganze. Flight Routes hat sich im Prinzip auch nichts verändert, wird hier nur mal angezeigt. Also ich kann natürlich noch nach wie vor Kartierungen machen, 2D, 3D über Flight Hub oder Terra. Wobei man dazu sagen muss, dass einfach generell die H20 30 natürlich jetzt sind einfach keine Vermessungskameras sind. Also die sind für simple Mappings gedacht, um mal zum Beispiel eine Einsatzstelle oder ja jetzt hier gerade wieder top aktuell irgendwie Hochwasserlage und so weiter und so fort, sowas irgendwo aufzunehmen, um schnell
einen Überblick zu bekommen über ein Gebiet. Aber das Ganze jetzt für Vermessung zu nutzen, ist es einfach die falsche Kamera. Das muss man auch dazu sagen. Da ist einfach der sind die Bildsensoren mit ihren elektronischen Verschlüssen nicht dazu gemacht. Generell kann ich das Ganze natürlich alles Flight Hub 2 synchronisieren, hatten wir ja vorhin schon mit dem Panorama allgemein, die Datenübertragung. Ich kann dann Sachen über die Cloud, wohin ich kann einen Livestream machen und so weiter. Und auch die Thema Datensicherheit, also ich kann nach wie vor, gab es aber auch schon jetzt, ich kann die SD-Karte, ich kann Passwort hinterlegen, damit, wenn jemand den Controller in der Hand hat, halt nicht auf die Daten der SD-Karte kann und ich kann eben die Protokolle da drin, die hinterlegten Device-Logs löschen. Generell mit welcher Software ist sie kompatibel? Natürlich mit der Pilot 2 App ist jeder kennt sie, die Flug-App, mit der ich letzten Endes alle Enterprise-Drohnen steuere. Da ist natürlich auch die H30 beheimatet. Ich habe das Thermal-Analyse-Tool. Ich habe Flight Hub 2 und DJI Terra. Je nachdem, was ich natürlich brauche, wird da genommen. Grundsätzlich, wo kann die Kamera eingesetzt werden? Natürlich in der öffentlichen Sicherheit, BOS, im Bereich Energie, Inspection, in der Wasser- und Forstwirtschaft oder was auch dann letztendlich BOS ist, Notfall- und Brandbekämpfung. Hier sehen wir mal so ein bisschen Beispiele. Ich kann mal das hier groß machen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt über das Webinar so sieht, aber die Qualität, es ist leider hat sich auseinanderzogen, weil das ist eigentlich ein 4:3 Video. Kann es mir nochmal abspielen. Aber die Qualität hier jetzt gerade jetzt in dem Rauchbereich oder hier, wenn das Wasser dazu kommt, ist schon, ich hoffe, man sieht es im Webinar auch, aber ist schon beeindruckend. Also dieser 1K-Sensor ist schon fast surreal. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Wie wird das Ganze, oder hier sieht man nochmal das ganze Thema mit den höheren Temperaturen. Da jetzt auch, da sind wir jetzt beim Messung von 930 Grad oder hier 562 Grad im Feuer. Das war natürlich so mit der H20 oder auch mit den anderen Kameras nicht möglich bis jetzt mit diesem Density-Filter beziehungsweise mit der Sonnenbrille für die Kamera funktioniert das ganze Thema natürlich. Weiterer Anwendungsbereich, hier Thema Powerline Inspection. Hier wurde dann quasi nach Starkregen wurden Stromleitungen inspiziert. Man ist dann mit der Drohne entlang geflogen und konnte so in 3 Kilometern Entfernung vom Homepunkt dann dementsprechend nochmal 500 Meter zum Mast hinzoomen und dort sieht man schon eigentlich diese ganze wahnsinnige Leistung, die die H30 jetzt auch natürlich mitbringt. Ich habe nochmal mehr Range. Natürlich bin ich bei der gleichen Entfernung, die ich von der Drohne aus wegmachen kann. Also auch jetzt sind hier in dem Bereich, wenn ich im normalen Bereich und nicht jetzt gerade BOS bin, dann ist das in der Regel fliegen wir ja alle auf Sicht und ist das der Sichtbereich. Und wenn ich aber so weit weg bin, erweitere ich ja meinen Radius doch nochmal in irgendeiner Form, weil ich einfach mehr Zoom habe. Und das Ganze wurde hier letzten Endes gemacht. Hier sehen wir auch Thema hier bei der nächtlichen Inspektion hier, der Link-Zoom und so weiter mit der Wärmebildkamera oder auch Nachtszene-Modus, wenn ich irgendwas lesen muss und einfach ich jetzt nichts anderes machen kann als in der Nacht zu fliegen. Wer natürlich am Tag fliegen kann, kann das Ganze natürlich besser am Tag machen. Genau, und somit wäre ich eigentlich, was das betrifft, am Ende angelangt. Gerne können wir jetzt die Fragerunde starten. Ich gucke jetzt mal hier, inwiefern dass mir der Kollege dementsprechend... Wo sehe ich das FBA hier? So, hier habe ich erstmal erste Frage. Hier gibt es die Möglichkeit, eine bestehende H20T auf die neue H30T auszutauschen? Nee, die Möglichkeit gibt es leider nicht. Bietet DJI einfach uns und auch dementsprechend einfach nicht an. Das geht einfach nicht. Könnten Sie in etwa angeben, wo man da preislich landet?
Kann ich tatsächlich jein, muss man dazu sagen, weil das Thema ist, dass aufgrund der ja, zollrechtlichen Sachen, was den Export aus China betrifft, man nur so halb das Ganze geben kann. Der Punkt ist der, die H30 liegt bei knapp 5.000 Euro brutto. Und die H30T kann einfach nur in Verbindung oder als Bundle mit der M350 gekauft werden und liegt dann dementsprechend bei um die 22.000 Euro. Aber in dem Fall jetzt halt mit der M350 zusammen. Ob und inwiefern, dass es da eine Möglichkeit geben wird, die Kamera einzeln zu kaufen, werden wir sehen oder wird sich ergeben. Wir sind da an einer Lösung dran, auf jeden Fall, weil wir können natürlich jeden verstehen, der schon eine M350 hat oder auch eine M300. Mit der M300 ist sie übrigens mit der RC Plus auch kompatibel. Also man muss die M300 mit der RC Plus haben und dann wird auch das funktionieren. Hintergrund ist dahingehend der, dass die Smart Controller, die davor oder die Smart Controller Enterprise, die bei der die bei der M300 standardmäßig dabei waren, die haben einfach nicht genug Rechenleistung für die neuen Kameras und für die neuen Payloads. Deswegen ist auch jetzt die H30 mit der M300 nur kompatibel, wenn die RC Plus verwendet wird. Genau, ich hoffe, ich konnte damit die Frage beantworten. Ich habe tatsächlich gerade keine weitere Frage hier jetzt gerade drin. Also ich melde mich auch mal kurz. Hallo zusammen. Es hat noch eine andere Frage im Chatbereich gegeben, die folgend lautet: Die ZCI C30N hat schon seit einiger Zeit einen 1280 mal 1024 Pixel Sensor. Ist das der gleiche Sensor? Können wir weder bestätigen noch verneinen. Also der Punkt ist der, dass die ja, dass wir nicht wissen, welcher Wärmebildsensor oder auch jetzt da keine Daten dazu gibt, welcher Zulieferer das letzten Endes tatsächlich am Ende ist. Und eine weitere Frage vom Götzl Manfred. Wie sieht es mit Fernwärmeinspektion aus? Eine gute Frage. Also bei offenen Leitungen, also sprich also werden jetzt so Leitungen, meint die oberirdisch verlaufen, dann kann ich natürlich inspizieren in irgendeiner Form. Es muss halt letzten Endes, also damit steht und fällt natürlich das Thema Wärmebildkamera. Es muss halt ein thermischer Unterschied irgendwo an Temperaturen da sein. Ich weiß nicht, inwieweit, also ich meine, die Leitungen werden natürlich auch, wenn sie oberirdisch verlaufen, sehr, sehr gut isoliert sein, denke ich jetzt mal. Ich bin jetzt dann nicht wirklich der Experte, da kenne ich mich nicht aus. Aber Punkt ist letzten Endes, dass ein Temperaturunterschied da sein muss. Optisch, wenn sie über Tage verlaufen, kann ich sie mit Sicherheit inspizieren. Klar, keine Frage. Wenn ein Temperaturunterschied da ist, dann auf jeden Fall auch mit der Thermalkamera. Genau. Unterirdisch wird natürlich immer das Problem sein, also je nachdem, wie tief das die sind, also die Wärme muss halt letztendlich, also es muss ein Wärmeunterschied da sein, sonst sehe ich die einfach nicht. Der Götzl Manfred schreibt nochmal im Nachgang am Boden liegende Leitungen. Also am Boden liegende Leitungen, wie gesagt, wenn ein Wärmeunterschied da ist, aber ich weiß nicht, inwieweit dass die ja, isoliert sind oder gut isoliert sind. Sobald ein Unterschied da ist, wird man sie inspizieren können. Dann haben wir noch eine weitere Frage vom Lang Dominik bezüglich der Verfügbarkeit und wann die Auslieferungen beginnen. Wissen wir tatsächlich noch nicht. Also da habe ich bis dato keine Infos, was das betrifft. Gerne auch mal zu uns an die Info-Ad schreiben. Vielleicht wissen da die anderen Kollegen schon mal mehr. Meines Wissens oder meinem Kenntnisstand nach kann ich es gerade einfach nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Dann haben wir noch eine Frage vom Scholz Jürgen. Sie nutzen derzeit eine M300 mit Phase-One-Kamera. Ihn würde interessieren, ob es Vergleichsbilder von einer H20
mit M30 gibt? Aktuell tatsächlich noch nicht. Unsere eigene Demo-Unit kam tatsächlich gestern an. Das heißt also, wir konnten bis dato, wir haben sie, glaube ich, jetzt gerade überhaupt erstmal aktiviert. Wir werden Vergleichsbilder jetzt dann die Tage oder die nächsten Wochen auf jeden Fall erstellen und natürlich testen und so weiter. Aber bis dato hat man einfach noch keine Möglichkeit. Genau, also er meint aber ja auch tatsächlich auch, die H30 anstatt die ja, dachte ich mir schon. Also ja, dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Nee, also wird Vergleichsbilder geben, gerne an die Info bei uns eine kurze E-Mail schreiben, dass da gerne Vergleichsbilder gewünscht sind und dann können wir da die nächste Zeit mit Sicherheit was zur Verfügung stellen. Ich sehe gerade auch noch eine Frage, interessant eigentlich. Sind die Wärmebilder der H30T nun endlich mit der FLIR Thermalsoftware kompatibel? Von Grund auf selber erstmal nicht. Man kann die umwandeln. Da wurde auch dieses MSDK, jetzt muss ich mal schauen hier, da gibt es auf der, da muss ich direkt mal auf die DJI Homepage gehen. Es gibt nämlich da ein Tool, das gab es auch schon für die anderen Wärmebildkameras. Wo müssen wir denn hier hin? Wir müssen zur Produkte, wir müssen zur H30. So, und zwar hier dieses Thermal SDK. Und damit kann man es in richtige RJPEGs umwandeln. Zumindest ist das meines Wissens so. Wenn da Fragen sind, auch in dem Fall dann an die Support at Globeflight wenden, weil da ist der Kollege Zweck sehr, sehr bewandert damit. Der weiß da echt richtig viel. Aber meines Wissens über dieses Thermal SDK können die verändert bzw. umgeändert werden und dann sollte das funktionieren. So, dann schaut es fast so aus, wie wenn wir keine Fragen mehr haben. Ja, dann sollten würde ich sagen, im Nachgang noch Fragen gestellt werden wollen, die was im Nachgang aufkommen, dann einfach eine Mail schreiben an enterprise@globe-flight.de oder die Info findet ihr aber bei uns auf der Webseite. Ja. Genau. Perfekt, dann würde ich sagen, ja, danke an alle für die Teilnahme und dann sehen wir uns beim nächsten Webinar. In diesem Sinne, tschüss, Servus und eine schöne Restwoche.